Ganz herzlichen Dank, Frau Pauster, für diese mutmachenden Worte. Das Schwimmen in der Grauzone, das werden wir üben. Und ich will Ihnen gern einige Akzente, Impulse aus dem Chat auch weiterbringen. Der erste ist von Uwe Schönfeld, der sinngemäß gefragt hat, wie kann es uns denn gelingen, dass die Schüler von Konsumenten zur Gestalter oder mithilfe von digitalen Medien werden? Also ich glaube, da ist zuerst mal Medienkompetenz. Ich glaube nicht, dass unsere Kinder sehr bewusst in den sozialen Medien oder auf Plattformen sind. Sie wissen also nicht wirklich, welche Daten hinterlasse ich da, wem gehören die, was machen die mit meinen Daten. Wenn ich Internetrecherche betreibe und die erste Headline ist auf die Frage, wie viel Einwohner hat Paris? 18 Millionen. Na, dann nehme ich das doch vielleicht und sage 18 Millionen. Ja. Dass ich lerne, welche Quellen sind dann verlässlich, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit und wenn man sieht, wie unter Druck auch unsere Demokratien sind, weil eben viel Falschnachrichten verbreitet werden, eine unglaublich wichtige Fähigkeit, um überhaupt die Grundlage zu legen, Gestalter werden zu können. Also deswegen das Erste, was wir brauchen, ist Medienkompetenz, mehr hinter die Kulissen blicken können, wissen, was passiert da eigentlich und mit dem Wissen dann eigene Inhalte erstellen, sich ausdrücken in der digitalen Welt, eben als Beispiel nicht nur eine Debatte verfolgen, sondern auch an dieser Debatte teilnehmen können. Wie kann ich einen WordPress-Blog erstellen? Wie kann ich eine Seite für meine Klasse ins Netz stellen, wo andere Mitschüler ihre Erlebnisse des Wochenendes einstellen können? Wie stelle ich sicher, dass da nicht andere draufkommen? All diese Themen müssen unsere Kinder lernen, denn wir sind nicht die besten Lehrer, weil wir das selber nicht gelernt haben. Okay. Ja, das soll auch der Auftrag von Schule sein und ich habe Sie auch da so verstanden, dass es auch gerade geht, also über fachliche Kompetenzen wie zum Beispiel die Medienkompetenz zu fördern. Sie halten die Fahne hoch für die Bildungsgerechtigkeit und hatten dieses schöne Beispiel mit der Checkliste im Klassenraum. Wen kann ich eigentlich unbesorgt nach Hause schicken? Und da geht es vielleicht auch nicht nur um Betreuung, da geht es sicherlich auch nicht nur um die Technik, sondern da geht es vielleicht auch um Schülerinnen und Schüler, die auch von ihren Kompetenzen schon so weit sind, dass sie gut alleine arbeiten können. Ich glaube, aus den Schulen fragt man sich häufig, wow, wie groß ist eigentlich unsere Aufgabe, Bildungsgerechtigkeit herzustellen? Und wo sind denn da eigentlich die Grenzen, wenn ich nun eben nicht 14 Kinder habe, die zu Hause die Technik haben, kein Betreuungsproblem, die schon so weit sind in ihren überfachlichen Kompetenzen, das alles hinzukriegen, sondern ich habe vielleicht nur 2 in der Klasse. Vielleicht können Sie ja da noch ein bisschen mehr Rahmen zum Thema Gerechtigkeit setzen. Das sind absolut die richtigen Fragen und da kann man zum einen sagen, deswegen ist der Digitalpakt so wichtig, denn wenn jetzt Geräte an den Schulen vorhanden wären, könnte ich sie ausleihen. Ja, das ist das eine. Das andere ist aber, selbst das Ausleihen mag nicht zu Gerechtigkeit führen, weil wenn ein Kind mit einem ausgeliehenen Gerät nach Hause geht und da wartet keiner, wird es auch nicht anfangen, Mathe zu lernen. Ja. Also insofern, wie kann ich vielleicht Klassenräume denken? Und gehen wir so weit, es gibt fantastische Kanäle im Netz, zu Mathe zum Beispiel von Daniel Jung über Simple Club, Sofa, Tutor und Co. Vielleicht ist die Antwort dann in diesen Krisenzeiten zu sagen, dann werfe ich das Mathe-Video, Erklärvideo an die Wand und die Kinder, die zu Hause eben gerade nicht betreut werden oder nicht lernen können, sitzen mit Abstand in diesem Klassenzimmer, weil wir aufgrund von Lehrermangel, weil viele Kollegen ja auch noch derzeit zu Hause sind, eben das nicht leisten können. Also das mögen zum Teil jetzt pragmatische Lösung sein, wo wir denken, naja, aber das kann ja wohl bitte nicht Schule sein, dass wir jetzt Kinder vor YouTube-Videos setzen. Wenn die Alternative ist, dass sie alleine zu Hause sitzen und nichts mit Lernen machen, finde ich das die bessere Alternative. Also diese Sachen im Kopf zu öffnen, dass das nicht immer vergleichbar sein muss mit dem super Lateinunterricht, wo der Studiendirektor vor mir steht, der das seit 30 Jahren macht, das ist der Best Case. Aber vielleicht müssen wir uns im Moment Lösungen trauen, die eigentlich weit weg sind vom Best Case, die aber trotzdem immer noch besser sind als das, was wir sonst hätten. Okay. Also die auch die Fahne des Pragmatismus halten. Total, das ist gerade die Zeit. Keiner weiß, wie die nächsten Monate aussehen. Und jetzt in Schockstarre zu verfallen, weil wir hoffen, irgendwer findet die Lösung, ist aus meiner Sicht der schlechtere Weg, als zu sagen, komm, wir improvisieren und es ist am Ende nicht so schlimm. Also wenn das nicht ganz so gut ist, wie wir gehofft hatten, ist es immer noch besser als nichts.